Hi meine lieben Gruselfreunde und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal kein Gaming-Video, sondern ein, Jahresabschlussvideo für dieses Jahr. Ich bin ja, wie ihr wisst, erst seit knapp 3 Monaten dabei und bin schon mega happy darüber, wie der Kanal schon nach oben gegangen ist. Zwecks der Abonnenten, dass ich schon eine kleine Community aufgebaut habe. Das macht mich richtig stolz und glücklich. Und ich wollte mich da mit dem Video einfach mal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die meine Videos geliked haben, die kommentiert haben, die sich die Videos angucken, die mich so damit supporten, die mir auch zeigen, dass ihnen gefällt, was ich mache. Das bedeutet mir wirklich viel. Und es gibt sogar 3 Leute, denen ich einen ganz besonderen Dank aussprechen will. Welche, die kann man sagen, tagtäglich da sind, ihre Kommentare da lassen. Und zwar ist das einmal die liebe, liebe Nicole. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für deine lieben Kommentare und Likes. Ist immer wieder gern zu lesen. Grüße gehen raus ins Sauerland. Nummer 2, muss ich mal lesen, wäre Flauschiger Fuchsgamer 21. Auch dir vielen, vielen lieben Dank, dass du dir eigentlich schon tagtäglich die Finger wund tippst für die lieben, lieben Herzen, die du mir immer wieder schickst. Vielen, vielen lieben Dank auch dir an der Stelle. Das freut mich jedes Mal aufs Neue, wieder diese Herzchen zu sehen. Kunterbunt. Und als drittes möchte ich noch danken Kirito Anime Fan. Auch dir vielen, vielen lieben Dank, dass du tagtäglich dabei bist, deine Kommentare, deine Likes, ja, und mir auch zusprichst, dass die Videos dir gut gefallen, und das freut mich auch riesig. Ein besonderer Special Dank geht aber an meine mittlerweile allerbeste Freundin, die liebe Conny von German Indie Horror Games. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Videobeschreibung, denn ohne sie hätte ich den Kanal gar nicht. Ohne sie würde es diesen Gaming-Kanal nicht geben. Und ja, ich danke dir an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung, für deine, deinen Rückhalt, für die ganze Hilfe, die du mir gegeben hast, weil ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Denn mir wurden einige Steine in den Weg gelegt, wo ich oft gesagt habe, okay, ich lasse es sein, ich mache es einfach nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, es sollte nicht sein. Und sie hat immer hinter mir gestanden, mir Mut gemacht, weiterzumachen. Das hat sehr, sehr, sehr geholfen. Ja, und dann am 25. September 2023 war es dann soweit, kam mein erstes Video hoch, der Prolog von Don't Be Afraid. Die von Anfang an dabei waren, erinnern sich noch daran. Mit technischen Schwierigkeiten, wie gesagt, jeder fängt mal an. Passiert, man kann nur daraus lernen, besser werden. Also auch an alle da draußen, die neu anfangen, lasst euch davon nicht unterkriegen, macht einfach weiter. Und ja, dann kamen immer neuere Videos und es macht mir jeden Tag aufs Neue immer mehr Spaß, Videos aufzunehmen und hochzuladen, weil ich ja sowieso so ein Mensch bin, der immer super gerne zockt. Und ja, deswegen habe ich dieses Video gemacht, um mich einfach, wie gesagt, ganz, ganz herzlich bei euch dafür zu bedanken. Und wünsche euch allen ein wunderschönes Silvester und rutscht gut rein ins Jahr 2024, denn wir sehen uns aktuell gleich morgen am 1. Januar 2024 zu einer weiteren Folge von Killer Frequency. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich freue mich vor allen Dingen auf das neue Jahr, denn es wird viele neue, coole Projekte geben. Und wer weiß, was das neue Jahr noch so für uns bereithält. Ihr dürft gespannt sein. Und ja, dann würde ich mal sagen, beende ich das Video hier und hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht gibt es jetzt am Ende sogar noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr dürft gespannt sein und ich wünsche euch erstmal alles, alles Gute. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Küsse und ganz viele Herzen gehen raus an euch alle. Ihr seid echt mega. Dankeschön. Hi, willkommen nochmal zurück zu dem kleinen Special noch, was ich an dem Silvestervideo dranhänge. Und zwar habe ich mir überlegt, spielen wir das Hauptgame von Don't Be Afraid nochmal mit hoffentlich diesmal besserer Grafik, sogar mit Facecam. Und ich würde mal sagen, wir legen auch direkt mal los. Wir ändern nur schnell die Sprache auf Deutsch
Untertitel ist an. Musik ein bisschen leiser. Hier müsste alles soweit passen. Helligkeit müsste auch gehen. Dann würde ich mal sagen, mehr gab es ja nicht, ne? Die Frames. Die können wir eigentlich auslassen. Müsste eigentlich alles passen. Ja. Ich würde sagen, viel Spaß. Bin echt mal gespannt. Will ich aber nicht. Ich will nicht schlafen. So ein Scheusal. Immer noch genauso ein Arsch wie früher. Los. Und los geht's. Der Patient hat aufgehört, einen Ton von sich zu geben. Nach dem Aufschneiden seines Gesichts musste ich die Augenhöhlen komplett wegschneiden, um die Mundhöhle zu öffnen und neue Zähne anzunähen. Na, fantastisch. Das lieben wir doch. Die Tür ging ja nicht auf. Die dämliche Lache. Wir werden noch sehen, ob du Spaß hast. Okay. Das Vieh habe ich ja ganz vergessen. Nach einer erfolgreichen Öffnung der Mundhöhle und dem Annähen der neuen Zähne begann der Patient zu ersticken. Seine Stimme nahm weiterhin funktioniert. Ich höre bei der Arbeit oftmals seine Schreie. Das sind keine Geräusche, die ein Mensch von sich geben sollte. Da muss was hin. Wir werden schon finden. Mach dir mal keine Sorgen. Da. Ja. Yes. Yes. Very good. Rot ist 2. Nicht tragen.
Stimme von dem ist einfach so ätzend. War hier auch nochmal eine Zahl mit einer Farbe? Ich weiß gar nicht mehr genau. Nochmal hier, ob hier was war. Die Red Eye Gang. Wir müssen aufpassen, ich krieg nebenbei ein Paket. Hallöchen. Na lecker. Das brauchen wir. Ja, doch ist der hier. Können wir nicht mitnehmen. Franklin, ich habe dir das Buch gekauft. So wie du es gewünscht hast, lasse ich es im Lehrerzimmer. Können wir uns treffen? Ich muss mit dir reden. Viele Grüße, Theodore. Von den Chipmunks, oder? Kann ich durch? Ach, Pusterich ist wieder am Start. Dem werde ich helfen. Der pustet mir die Kerze nicht aus. Vier Grün. So, das ging nicht. Müssen sie befreien, ja. Unser schniekes Topmodel. Wird auf dem Laufsteg. Wir müssen sie jetzt losbinden. Oh, den habe ich ganz vergessen. Oh, 2 Grün, 4. Du bist frei. Wonderful, David. You're making me so proud. Unverschämt dafür, dass ich sie befreit habe und auch noch frech wäre. Was liebe ich ja. Jetzt stehst du so rum. Du machst mir die Kerze trotzdem nicht aus. Du Depp. So. So. Wir holen uns mal aber erst diesen Zettel und dieses Fläschchen. Ich hoffe, ich weiß noch, wo das ist. Oh Gott, beinahe wäre es passiert. Denn da so alle verrückt geworden? The Hangman ist wieder am Start, Alter. Okay, Rot 3. Zwei
2 und 3 rot. Grün ist 4. Franklin, wir warten weiterhin auf deine Antwort. Mutter ist krank geworden, ihr Zustand hat sich verschlechtert. Wenn du willst, kannst du auch anrufen. Ich habe dir mal meine Nummer gegeben. Wenn wir dir noch etwas bedeuten, dann melde dich. Mutter und ich lieben dich, deine Ella. Ella, 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 Ella. Du, 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 du. Entschuldigung. Also 2 und 3 rot. 4 grün. Jetzt gucke ich, ob ich den Zettel zurückkriege. Oh. David, let's take a little break, shall we? I have to confess something. You're not the first child playing at my playground. That's why I want you to know how much fun I had with the other children. Immer diese dämliche Lache. Richtig jetzt die Patenlache. Only then we'll go back to our fun. So, Band 1, Franklin. Ich habe es aus der Hand der Marionette genommen. What do we have here? Aren't you a little too old for me? Fuck you! I wonder if you'd be so happy when I remove your tongue. Theodore, just take him. I don't have the strength to destroy such a beautiful face. Just kidding. You're in the line just behind Jamie. Einfach nur furchtbar. Kann ich mir durch jetzt hier? So. Ich wollte nämlich noch den Zettel da holen. Alter! Bleib ja da stehen. 20 Meter Frau, ey. Hier war aber so ein Zettel, glaube ich. Ja. Dankeschön. Zwei rot, drei rot, grün. Dann wird das auch grün sein. Und rein da. Ach, die schönen Puppis sind auch wieder da. Oh, Puppis. Ekelhaftes Grinsen vor Deibel. Oh, hier ist auch eine Kassette. Good luck. Muss ich gerade mal selber überlegen, wo es jetzt weitergeht.
So, ja. Jetzt hier noch was? Du mit deinem blöden Messer, da spinnst du alte Kuh? Die gewinnt noch den Preis des Jahres für ein bisschen Erschrecker, ey, ohne Scheiß. Nicht pusten. Ah, jetzt pustet er wieder hier. Wieder am besten ging hier. So, oh, perfekt. Perfekt. Kellerschlüssel. Auf Klavier zu spielen. Marionetten helfen mir dabei, mich zu erholen. Das sind Menschen, die nicht sprechen, dafür aber interessante Geschichten erzählen, wenn man sie entsprechend aufstellt. Du weißt ja, dass ich nicht gut mit sozialen Kontakten umgehe. Deswegen bitte ich dich, hau ab und erlaube mir, mich normal zu fühlen. Fass mich nicht an, du. Geh mir bloß weg. Weg, 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 weg. Ihr seid doch nicht ganz sauber, ihr spinnt doch alle schon. Nee, nee, puste ich, du nicht. Bin zufrieden. Will mal gucken, wo ist denn die Kellertür überhaupt? Mit dir hier? Na gut. Würde man sich ducken, würde man auch durchkommen. Nur mal so. Aber gut. Hi. Ich, wollte mir mal den Ball leihen. Tut mir leid. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ich kaufe dir einen neuen. Irgendwann. Wahrscheinlich nicht, komme ich nicht zurück. So, hier hast du den Ball, jetzt hau ab. Durch. Aha. Muss er aufpassen, hier sind ganz viele Pusteriche. Da ist einer. Ja, leck mir doch sonst wo. So, jetzt sind es hier die Kellertür. Ja, fantastisch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, and where is the number one? Depp. Das ist Nummer 2. Oh, was ist das denn da hinten? Besser nicht herkommen sollen. Nummer 1. Wo ist Nummer 1?
Ach hier. Ja, ist ja gut, Knorrhahn. Wir müssen ihn verscheuchen. Mal gucken. Das geht mir genau. Ja. So, welche Hähne muss man nochmal ziehen? Den in der Mitte, dass er verschwindet. Dann brauchen wir noch einen, damit wir durchkommen, weil ich glaube, das Wasser läuft. Ja. Mal gucken. Weiß gar nicht mehr genau. Das ist falsch. So. Mal überlegen, so genau weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Mal, wenn ich den mit den anderen da hinten ausmache, kommt der doch wieder oder nicht? Oder bleibt der weg? Mal schauen. Ich muss die Kerze mit ausgehen. Ne, er ist weg, okay. Scheinbar. So, na, Notiz. Du warst für mich jemand Wichtiges. Ich wollte dir nicht wehtun. Dafür habe ich dir geholfen, dem Tod durch die Hand der Gerechtigkeit zu entgehen. Durch meine Hand. Versteh doch. Das ist Leid, welches ich dir zugefügt habe. Die einzige Strafe war, die du erhalten hast, weil du George bei der Verwischung der Spuren geholfen und falsch ausgesagt hast. Ich habe so viel für dich getan. Du schreist ständig herum und läufst weg. Ich habe dir im Keller ein schönes Zimmer eingerichtet. Du hast einen Fernseher bekommen. Jeden Abend komme ich und lese dir vor. Ich gebe dir Essen. Du solltest meine Liebe zu dir spüren. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Bruder. So eine Liebe kaum verzichten. So. Nicht, hier ist nicht, hier ist nicht. Hier ist ein Stift. Oh, hier ist ein Tape. Oh, Sarah, please don't cry. You have to forgive Uncle Carl. He's just too strong. Oh, he just wanted to stroke your little head. Look, look, we're still having fun. Raise your head. I want to introduce you to your sister. Ich weiß gar nicht, ob man hier rein muss, ob das Pflicht ist. Ich glaube ja. Also nee, in der Nebenquest. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das hier ausgestellt hat, damit man hier durchkommt. Ich muss auch gucken, ob ich das hinkriege. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich das nicht geschafft. So, Nummer 2. Und Schlüssel. Der ist auch noch da. Jetzt muss ich jetzt mal wieder überlegen. Hat irgendeiner vielleicht einen Schlüssel oder so?
Jetzt muss ich überlegen, ob die Haare voll weh hinter den Ohren. So, man sieht es trotzdem noch, ne? Ja. So. Alles aus hier. Ich kann mich nicht bewegen. Ich möchte bitte laufen. Lass mich doch mal in Ruhe. Mich ducken, die ginge nicht. Tut sie mich jetzt, ne? Ich weiß nicht mehr, von wo der kam, von welcher Richtung. Oh, der kommt hier. Ich überlege, ob ich zu der Einstellung nochmal zurückgehe. Ob da jetzt vielleicht das abgedreht ist. Er kommt. Die Klappe, du Idiot. Ich will mal gucken, ob ich da nochmal hinkomme. Vielleicht kriege ich das hin, dass er da rankommt. Kommt von links. Geht immer hinterherlaufen. Ist man auf der saferen Seite. In der Regel dreht er sich nicht um. Hier sind wir auch erstmal safe, aber hier war das gar nicht, ne? Dann kommt jetzt zum Anfang zurück. Doch hier war das. Ist das jetzt aus? Oh, tatsächlich, wie geil! Cool! Ja, dann seht, habt ihr das jetzt mal gesehen. Beim ersten Mal nicht. Habt das jetzt gesehen. Fantastisch. Super. Noch ein Tonband. It's Andy. I found the screwdriver and hid it. It will help you open the vent. In case Franklin finds this, I'll record the directions on the other tape and hide it somewhere else. I have to leave all the tapes in the darkness. So don't be afraid of it. My scout leader used to say, only in facing your fears you can find some safety and a way through. If you're listening to this, yep, it means you've met or are about to meet Carl. Be careful. If he sees or hears you, you gotta go fast, kid. Cool, dann haben wir das Band auch bekommen. Fantastisch, das freut mich. Noch irgendwas hier? Nee. War noch, da noch mal zurück.
Gucken wir mal. Wenn er vorbeiläuft. Hier rein. Verkehrt. Müsste passen, dass wir zu der Ausgangstür kommen. Wo war die Tür, wo da stand Exit? Vergessen und shit. Hier. Okay. Er erhielt zwei. Eins hatte zum Spaß mit Messern an ein Brettflur geführt. Er erhielt zwei. Eins hat er zum Spaß mit Messern an seinem Brett im Flur festgenagelt. Ich habe schon viel bei dir gehört, Franklin, aber solch einen Schrei noch nie. Zum Glück hat er dem anderen das Genick gebrochen, bevor er anfing, es zu verspeisen. Okay, sehr schön. Vor der Entführung. Ich wundere mit ihm bitte soll so sein. Hat alles seine Richtigkeit. David woke up and felt hungry. He decided to go to the kitchen to have a little snack. Oh, das kenne ich, dass ich manchmal auch nachts wach werde und Hunger kriege. Wer kennt das nicht? So his mother, she didn't turn around, just said, David, honey, you can sleep. Oh, darling, just eat a candy. I left you the whole bowl on your nightstand, as always. Ob das so die richtige Methode ist, ich weiß ja nicht, wenn man Hunger hat abends, ein Bonbon zu essen. Ich weiß ja nicht, wie alt er jetzt genau ist, aber Zähne wird er ja scheinbar schon haben. Aber gut. Wenn Mutti sagt, wir sollen was knapp oder Süßes essen, dann essen wir was Süßes. So. Noch ein? David went to bed and fell into a deep. Okay. Ach hey. So, Beschreibung. Lieber Herr Franklin, wir laden wieder zur Versammlung im Lehrerzimmer ein. Wir brauchen Sie bei dieser Versammlung, um eine Entscheidung bei einer Sache zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, das Lehrerkollegium. War der auch noch Lehrer, die Sau, oder was? Da ist nichts dran. Hier unser Opfer ist ja ein Pusterich. Hallo, mein Freund, willst du was zu lesen?
Die Eskimos haben eine spezielle Harpune, um Robben zu jagen. Diese Waffe ist rund einen Meter lang und aus Horn und Eisen gefertigt. Am Ende ist eine Klinge angebracht. Sie wird manchmal nur aus Eisen oder Kupfer hergestellt. Nur das Ende ist nicht scharf, damit das Loch im Körper der Robbe so klein wie möglich ist. Unter der Klinge befinden sich zwei Flügel, die nach innen gerichtet sind, damit das Tier sich nicht von der Harpune losmachen kann. Also, das arme Tier. Und Schlüssel? Ein Geheimversteck. Und eine weitere Kassette. Achso. So. Ach ja, die Lydia, die hab ich ganz vergessen. Schraubenzieher, zweiter Stock. Schreibtisch schon gerade. Okay, vielen Dank. Hier konnte man was machen, aber da muss man schnell sein. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Warum? Und Zettel. Ich heiße Franklin. Also Teilnehmer am Wettbewerb. Ich heiße Franklin. Ich würde sehr gerne den Speer gewinnen, der der Hauptpreis in Ihrem Wettbewerb ist. Mich fasziniert diese Waffe. Ich bin Biologielehrer. Zu Hause habe ich zahlreiche Artefakte und Skulpturen, die mit dem Meer verbunden sind. Mein Traum ist es, solch einen Speer zu haben. Ich kann ihn nirgendwo anders finden. Das ist sinnlos. Das wird niemand lesen. Doch, ich. Leider. Bin ich jetzt nicht getan. Noch ein Zettel. Lydia, wenn du wieder zurück aus der Schule bist, geh sofort in dein Zimmer. Papa kommt dann zu dir. Oh, das hört sich so falsch an. Das hört sich einfach so falsch an, ey. Ah. Franklin, Schatz, ich habe den Speer gekauft, den du so lange gesucht hast. Ich fand ihn im Antiquariat von Victor. Ich hoffe, dass du zufrieden bist. Ich weiß, wie sehr er dich fasziniert. Viele Grüße, Mama, ja, wenn du gewusst hättest, was er damit vorhat. Hättest du ihn nicht geschenkt. Schatz, ich mache mir Sorgen um unsere Tochter. Du sagst ständig, dass sie operiert werden muss. Bei ihr ist alles in Ordnung. Verschone wenigstens sie. Bitte. Wenn du das machst, dann sage ich auch niemandem, was ich auf der dritten Etage gefunden habe. Ich fahre jetzt zur Arbeit und komme später wieder. Ich liebe dich, Anna. Wieder was? Nee. Honey, where are you? We've been looking for you everywhere. Are you alright? Please, come home. Ein Scheißkerl. Ist kalt. So ein Scheißmistkerl, ey. Der Teufel soll ihn holen. Pennywise ist auch hier. Entscheidend beachten Sie, dass während meiner Arbeit nützlich wird. Was? Inspiriert von alten keltischen und germanischen Traditionen, Mischen des Gehirns mit Zement und dessen eine Form, ähnlich kleine Kugelform, nicht nur die Benutzer mit der Befugnis eines toten Verwandten vorgesehen. Oder in einigen Fällen Feind. Sondern auch ein reichhaltiges Angebot an heiligen Munition zur Verfügung gestellt. Das habe ich in der deutschen Übersetzung immer noch nicht gefixt, dass es besser ist. Ich glaube, Conny hat mir mal gesagt, was das aufzusehen ist. Ich habe es irgendwie nicht verstanden.
Ich glaube, ich habe es doch verstanden. Ich will es aber nicht sagen. Was willst du denn hier, du ekelhafter Wicht? Kein Armbrot. Du gehst sofort ins Bett. Schäm dich, was du blödes Kind. Das ist mir aber genug. Jetzt gibt's aber stummer Resten. Rest. Dem Taschengeld wird auch entzogen. Wo bist du? Komm raus, du. Ah. Ich sehe dich. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ach, das hat sie gefunden. Guck mal, hier ist noch so ein Bildchen. Kindliche Zeichnung. Das ist Datum Nummer 2. Okay, müssen wir die erste noch finden. Einkaufsliste. 5 Säcke, 20 mal Klebeband, Chloroform, 5 Flaschen, Schnur 40 Meter. 10 große Kartons. Ey, dass sich da keiner wundert, was er damit vorhat. Dass es nicht zum Basteln ist, kann man sich ja denken. Knüpf mal hier. Den Sack. Was war denn das hier? Okay, also es ist Nummer 2. So, du schweigst jetzt, du pustest mich nicht mehr an. So, wie gesagt, müssen wir schnell sein. Gut geschafft. Noch ein Zettel. Ich kann das nicht glauben. So viele Menschen kommen und haben nicht einmal die Ahnung, dass sich neben ihnen in den Marionetten menschliches Fleisch befindet. Sie sind unglaublich dumm. Fragt sich denn keiner, wozu diese Marionetten überhaupt gut sind? Haha. Eine Bande von Idioten. Du bist auch nicht gerade die hellste Kerze. Gefährlich bist du noch dazu. Deine scheiß Kamera. Den Sack wieder mitnehmen. Mache ich einfach mal. Ich glaube, wir müssen da nicht mehr hin. Nach oben. Sag mal, habe ich denn gesagt, du sollst in deinem Zimmer bleiben? So mal größer das Kind. Ach hier. Tschüss. Ich bin weg. Why are you leaving so soon? I'm leaving. You can go. But I already miss you. Du Schwein, Alter, ohne Scheiß. Please, come. I have 7 cute fluffy kittens down here. It will be so much fun. Was macht mein Paket? Wird immer später, wenn es überhaupt kommt. So, ich bin weg. Ich gehe bestimmt nicht zu dem runter. Flauschige Kätzchen. Er hat nicht mehr einen Latten am Zaun, hat er. Pusterisch? Notiz? Zusätzliche Stunde mit einer Gruppe von Schülern um 17.30 Uhr im zweiten Stock. Vergiss es nicht. Thema Wasserumgebung. Bücher vorbereiten. Da ist ein Pusterich. Da ist auch eine alte Pustzante. So, irgendwo eine Kerze.
Hey Franklin, ich habe Ihre Anzeige in der lokalen Zeitung bemerkt. Ich habe eine Sonderkommission mit Unterrichtserfahrung für jemanden haben. Ich werde Ihnen die Details faxen. Sehe nichts. Hätte ich denn da durchkommen können ohne Kerze? Wo hat denn die überhaupt gepustet, möchte ich gerne mal wissen. Ja, aber ich bin doch hier lang gegangen. Krieg ich noch eine neue Kerze irgendwo her? Ja. Das kann ja was werden. Muss ich mal gucken. Hier. Hier? Aber wer pustet denn jetzt? Ach, er. Dieser Arsch. Gut. Durch hier. Ekelhaft, einfach nur ekelhaft. Was nicht? Lasst mir meine Kerze an, ja? Ihr bösen, bösen. Glotzt nie so doof. Lydia, mein Kind! Sie sah bezaubernd aus. Kann ich das laufen? Nee. Ich verstehe nicht, warum man nicht laufen kann, während er spricht. Lass mich doch mal jetzt laufen. Dankeschön. Ach, hier fehlt was. Der zeigt Toilettenschilder an. Noch ein Zettel. Können wir den nicht lesen? Ne, den scheinbar nicht. Den auch nicht. Lydias Tagebuch. Alle Seiten wurden herausgerissen. Es ist nur noch eine einzige da. 4. Mai 2013. Liebes Tagebuch. Meine letzte Geburtstagsfeier hatte ich vor 4 Jahren. Papa hat wohl aufgehört, sie zu mögen. 5. Juni. Liebes Tagebuch. Mama ist verschwunden. Papa sagt, dass sie das Haus verlassen hat und nicht mehr zurückgekommen ist. Er hat mir verboten, in die 2. Etage zu gehen. Ich weiß nicht, wieso. Ich schon. 12. September. Liebes Tagebuch. Mama ist immer noch nicht wieder zurück. Papa sagt, dass etwas mit meinem Gesicht nicht in Ordnung ist und er mir helfen muss. 6. November. An diesem Tag wird Papa mich operieren. Gottes Willen, ey. Wie kann man denn so eine perversen Absichten haben, dann vor allem sein eigenes Kind auch so verschandeln? Hey, Lydia. Ich mag dich sehr. Du bist nett und siehst gut aus. Gehst du mit mir ins Kino? Ich kann nicht wissen, wie die Nachricht ist. So. Okay. Abgeschlossen. Toilette. Abgeschlossen. Jetzt wird's gleich lustig. Ach, guck mal, hier sind Stifte. Schlüssel und eine Kassette. Thank you.
Jetzt passiert gleich ein Unglück. Denn wir müssen nämlich... Wir müssen warten, wir dürfen nicht vor ihr rein. Ich glaube, sie sieht uns zwar nicht, aber sie hört uns und sie hört sehr gut. Ich höre sie hier. I'm coming from you. I'm coming for you. Leider. Okay, ist da hinten. Wir müssen hier in Musik. Wir warten kurz. Wir dürfen nicht glauben, wenn sie denn hier ist. Wir sind nicht bei den Affen lang. Sonst hört sie uns, sind wir tot. Da kommt sie. Den Schlüssel haben wir ja schon aufgenommen, ne? Ja, das heißt, wir müssen den... Oh Gott, beide wäre schon mal gelaufen. Wir müssen den Affen schon mal aktivieren. Kann man sowas seinem Kind antun? Generell überhaupt Kinder. Guck dir mal die Arme an. Ist ja furchtbar. Bleibt gespeichert. Gut. Aber sie kommt ja nochmal an mir vorbei. So. Wir warten kurz. Schlüssel bekommen, wofür waren der nochmal? Oh Gott, so creepy, aber so gruselig. Da kommt sie gerade.
Ja, schön. Wenn sie gegen dich läuft, sieht sie dich auch, die blöde Kuh. Da hinten ist sie. Halt die Klappe, du kommst gar nicht. Was? Ja, ein Fuß. Wir nehmen den mal mit. Hier ist ein Affe. Okay, sie ist ein bisschen weiter weg, Gott sei Dank. Und weg. Hui, das ging ja mal relativ gut. Spiel speichert, das finde ich sehr lieb. Ach, guck mal an. So, wir müssen wieder aufpassen. Hier ist noch ein Zettel. Nach gelernten Quellen in Kabbala-Geheimnissen, Rabbi aus der... oder aus dem 17. Jahrhundert statt Schelm gelungen Anweisungen unter dem heiligen Text der Psalmen und hebt einen Tondiener als Golem. Der Stumme bekannt begraben zu folgen. Was ist das für ein Deutsch? Zwar nicht der hellste von Automaten, Englers Unternehmen gefolgt, Aufträge von seinen Schöpfer, solange sie mit dem Wort entsprach. Ja, fantastisch. Also es ist immer noch genauso lustig wie damals. Aha. Ja. Ach shit, wir brauchen noch einen Sack. Können wir ihn wieder so wegnehmen? Nee. Wir brauchen einen zweiten. Wir müssen, glaube ich, erst nach oben. Sonst kommen wir da nicht durch. Lass die Kerze gleich wieder aus. Ist nichts drin? Ekelhafter Knecht. Abgeschlossen. Ja, pass auf, dann müssen wir jetzt nochmal den Sack holen. Gib mal her, das Ding. Halt bloß die Klappe mit deinen dämlichen Sprüchen, ne? Wir werden schon kommen, du wirst sehen. So. Eine Notiz. Die Schüler sind nicht über Nacht geblieben, wie wir es eigentlich geplant hatten. Die Eltern vermuten scheinbar etwas. Die Polizei sucht bislang nicht nach dem Jungen. Wahrscheinlich schaffen wir alles zu erledigen, bevor sie Verdacht schöpfen. Kommt's hier. Noch eine Notiz? Und erschrocken. Sehr geehrte Frau Zipka, Ihr Brief hat mich wirklich bewegt. Ich kann Ihnen mit meiner beruflichen Erfahrung versichern, dass ich denn so Ihren Sohn verhalten sich wieder machen. Mein spezielles Programm, das ich während unseres Privatunterrichts anwenden werde, soll Probleme mit einem Mangel an Konzentration und Gedächtnisverlust beheben. Boah, Alter. Dieser Perverse, einfach ekelhaft. All das kann durch das Unterrichten der Kinder zu handeln erreicht werden. Wenn Sie die Details besprechen wollen, können wir das Gespräch auf die Zahl unten weiter, also auf die Telefonnummer 0917218 weiterführen. Ja, ja. Boah, ein Perversling. Hm. Aha, ein Pusterich.
Klappe, habe ich gesagt. So. Der zweite Sack. Oh. Und eine Notiz. Wir werden die Lungen separat verkaufen. Ich brauche mehr Bargeld. Bringe mir 4 Teenager mit im Alter von ungefähr 13 Jahren. Der Vorrat muss nachgeführt werden. Das ist ein A, den nehmen wir auch mal mit. Hier können wir rein theoretisch rein. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Das habe ich nämlich in meinem ersten Durchgang gemacht. Ich werde jetzt einen anderen Weg wählen. Was ist denn das hier? Da geht's auch lang? War ich da schon? Ich würde gerne mal sehen, was passiert denn, wenn wir dahin gehen. Wir benutzen jetzt mal nicht den Schacht. Das hatte ich ja, soweit ich weiß, im ersten Durchgang gemacht. Wir gehen eben jetzt mal hier lang. Arm. Und Bein. Eine Maske. Nein, haben wir die Gesichtsmaske vergessen? Wo kriegt man die her? Ich will die haben. Der Bussi habe ich schon verpasst. Oh, ich wäre gern durch den Durchgang gegangen. Der Bussi, ich habe die Maske verpasst. Bitte nicht. Oh, shit. Gehen wir mal nochmal kurz den Sack hierher. Oh, Sabus, wir haben die Maske verpassen können, den Ausgang nicht nehmen. Ich glaube, den habe ich so noch nie gesehen. Oh, schade. Komm auch nicht mehr zurück, ne? Oh, schade. Ich glaube, da können wir jetzt nicht mehr hin. Oh, ich habe bestimmt an der Einstellung, wo ich die Maske angeklickt habe, die hat er nicht aufgenommen. Wenn ihr wisst, wo die gewesen ist, würde mich das mal gerne interessieren. Ich gucke mir das mal irgendwo anders mal an. Ach, so ein Shit, wegen einer Gesichtsmaske. Ich wäre da so gern hingegangen. Hat nicht irgendeine Puppe auch so eine komische Maske aufgehabt? Oh, das ist wirklich echt schade. Die Lüftungsschacht will ich trotzdem nicht nehmen. Dann gehen wir da oben wieder zur Kiste. Schade. Echt schade. Echt schade. Die eine Maske? Oder die hat nur den Sack aufgehabt. Keine Maske. Auch keine Maske auf. Dann müssen wir den Schlüsselschacht nehmen. Oh, nee, Moment, hier war irgendwo noch eine Kiste. Geh mal hier lang. Wir machen einfach mal den Weg hier. Schade, egal. Macht ja nichts. Sehr ärgerlich wegen einer Sache.
Mein Paket. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, die Optik ist echt furchtbar. Vor dem Kidnapping. David woke up in the late evening and decided to visit his friend, Tom. Tom lived just around the corner, but David always took a shortcut through the backyard. Was ist da der Perverse hier? He always sneaked out through the kitchen window. Ist da noch was? Ein Zettel oder was? David didn't want to ask his mother for permission. He knew she wouldn't let him go. Das ist so furchtbar einfach. Schlimm. Bin jetzt schon wieder. Du hast Fun, wa? Du Arsch. PJ.E. Das Fleisch kann einige metaphysische Werte in Bezug auf den 8. Astralhaus entsprechen, der großen und kleinen Tod und das ganze Jato Scorpius erhalten. Aber auch im Tod muss man das Wesen des Lebens, daher die Bedeutung der Haltbarmachung von Arsch in diesem Fall erhalten, den Körper. Noch irgendwo was? Nee, scheinbar nicht. Hier ist ein Zettel. Geht weiter, meine Lieben, in Richtung des weiteren Bereichs des Raums. Wartet dort, denn gleich kommt er, der Augenblick, wenn das Lokal öffnet. Ach du schon. Ich erinnere mich an diesen Albtraum. Es war wahrlich ein wahrer Albtraum. Die Augen verfolgen ihn sogar. Wie ekelhaft ist das denn? Es gibt, glaube ich, auch zwei Wege, die wir nehmen können. Einmal, glaube ich, in den Nebenraum raus und einmal hier. Boah, da ist sie ja, die Alte. Die wir befreit haben mit dem Schlüssel. Oh, geh mir bloß weg, ey. Dreh dich um und geh. Ist sie weg? Dahin schleicht's rum. Glaube ich sogar richtig gut sehen. Hier brauchen wir einen Sack, sonst kommen wir hier nicht durch.
ganzen Poster euch aufpassen. Hier ist auch noch einer. Hier ist auch noch eine Tür. Kriege ich hier so ein Tuch noch her? Ja. Versuchen wir nämlich die andere Tür durchzugehen. Sie kommt gerade. Mich heraus. So, gehen wir mal hier lang. Was? Scheiße, wo krieg ich jetzt so einen Hocker her? So. Denn den Hocker nicht. Irgendwo was, ein Hocker, irgendwas zum Hinstellen? Ich will unbedingt durch diese Tür. Nimmt er den Hocker nicht? Oh. Nicht so schnell. Noch mal in den Raum rein. Was nimmt denn den Hocker nicht? Ich verstehe das nicht. Nimm doch einfach den hier. Wo muss das zum Hinstellen sein? Soll ich den Stuhl nehmen? Ja, okay, fantastisch, super. Sehr, sehr gut. Da muss ich kurz warten, bis die alte Zippe weg ist. Dann hauen wir ab. Sie kommt, sie kommt, sie kommt.
Komm. Oh Gott. Ich weiß nicht, was das für Unterschiede macht, welche Wege man nimmt. Das eine Auswirkung hat. So ein Arsch, ey, ohne Scheiß. Mein Schwein. Wir müssen das machen, aber wir kommen hier nicht raus. Well done, baby. I have to get you all ready for the meeting. So ein Perversling. I would be a very selfish man if I didn't care such a treasure like you. Was ist der Unterschied, wenn man schreit und nicht schreit? David, das Schreibaby. Ich glaube, man kann, glaube ich, gar nicht überleben, ne? Dann komme ich jetzt gar nicht mehr. Kommt Gas oder so rein, ne? Können wir irgendwas machen? Nee. Bis jetzt nicht. Wir können nicht rennen. Wieso können wir eigentlich nicht wieder nach Hause gehen? Verstehe ich nicht. Klopf da an die Tür. Mama wird doch bestimmt auch machen. Ach, wir müssen hier lang. David sneaked out of the house to see his friend. Gott, das ist so furchtbar. Ekelhaft, schamlos sowas auszunutzen. He had to take only a few steps through the rock bridge. Suddenly, he heard a voice. Excuse me. The stranger turned his head towards David and said, "Do you know where house number 7 is?" David didn't reply and just stared at the man. He couldn't say anything. So I'm a kid, eh? Oh, don't be afraid. I'm the friend of your parents. Maybe we can go together, said the man. Okay, we can hier lang gehen. David wanted to run away, but suddenly someone grabbed him. Mann, ey. Katastrophe. Was ist mein Paket? Kommt das heute überhaupt noch? Okay, ich dachte, man entgeht dem Clown, aber scheinbar nicht. Hat so eine komische Maske auf.
Theodor, pass auf meinen kleinen Freund auf. Biete ihm ein wenig Unterhaltung, so wie du es magst. Er soll sich ein wenig entspannen. Dein Versteck ist perfekt, auch wenn er irgendwie fliehen sollte. Dann wird er wohl nicht weit kommen. Er hat wohl keine Ahnung, wo er überhaupt wohnt. Theodor. Hopelessness. Funhaus? Hier könnte man da irgendwas machen, ne? Mit ihm hier. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Mal gucken. Oh Gottes Willen, ey. Sind der Ausmaße alles unfassbar. Theodor hat mir geholfen. Es ist gelungen, dass der Polizist nach dem Durchstechen des Kopfes weiterlebt. Das Abschneiden der Beine hat ihm keine Schmerzen bereitet, darum ging es. Ich kann nicht viel zu Hause ausarbeiten. Ich habe nichts zu tragen. Okay, wo kriege ich jetzt nochmal einen Rucksack her? Ach, der war hier, habe ich vergessen. Sorry, habe ich vergessen. Was ist denn? Spinnst du? Irgendwas konnte man hier machen. Konnte irgendwie einen Eimer so drunter stellen. Ich weiß, es ist dunkel, sorry. Aber hier würde ich gern durchkommen. Die Frage ist, wie mache ich das? Weil ja jedes Mal dieses blöde Vieh wiederkommt. Aber irgendwie muss das funktionieren. Ich weiß noch nicht genau wie. Irgendwie muss das gehen. Jetzt ist nämlich das Vieh wieder da. Aber es ist weiter zurückgegangen, ein Stück. Vielleicht müssen wir die Schüssel mit Blut hinstellen, damit er das Blut trinkt oder so. Wo kriegen wir sowas her, so eine Schüssel? Schüssel, Eimer, irgendwas müssen wir uns holen. Aber von wo? Hier will ich noch nicht hin. Irgendwo muss man sowas bekommen. Hauen wir nochmal kurz hier dran. Ich muss mal ganz kurz das Ding hier abmachen. Es tut mir echt leid, aber das tut mir so weh im Kopf, dass es gerade nicht geht. Irgendwie muss man doch hier durchkommen. Aber wie? Okay.
Wie macht man das? Und jetzt will ich ja kurz online nachgucken. Ich will das unbedingt wissen. Weil wenn ich in den Raum reingehe, ist vorbei. Dann komme ich hier, soweit ich weiß, nicht mehr hin. Einmal irgendwas oder sind wir es woanders finden müssen? Geht es hier auf? Nee. Geht der Kühlschrank auf? Nee. Komm ich hier dran vorbei irgendwie? Scheiße, da war Wasser. Schwebt was. Würde interessieren, da hinten ein Eimer ist. Wie kann ich jetzt da hinstellen? So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ich habe mal bei der lieben Conny nachgeguckt. Und zwar müssen wir jetzt hier rein. Und gehen aber jetzt nicht zum Clownsanzug, sondern gehen durch diese Tür. Nicht durch die Tür. Gehen, irgendwo hier am Rand müsste ein Eimer stehen, da. Den nehmen wir jetzt mit. Stellen den hier unten hin. Wenn wir dann das Wasser ausmachen, müsste eigentlich das Ding weg sein. Ich guck mal. Gucken, was jetzt passiert. Ja. Jetzt kommen wir auch mit Licht durch. Hier war ich mich noch nicht. Weder beim ersten Versuch noch privat damals. Ein Schlüssel. Und ich weiß, wofür der ist. Wir werden jetzt nämlich nicht die Clownshupe drücken, sondern werden jetzt hier durch diese Tür gehen. Hä? Wo ist denn der Schlüssel? Ich fand diesen Schlüssel an dem Clownsplatz. Ja, wofür ist der? Muss ja trotzdem durch die Tür kommen können, irgendwie. Hab ich ja noch was übersehen. Wofür ist der Schlüssel jetzt? Moment mal. So, ihr Lieben, wir müssen jetzt hier doch durch. Wir müssen Touchy-Touchy machen. Los geht's. So. Abgeschlossen. Raschen. Crazy einfach.
möchte aber nicht behind, also versteckt spielen mit dir. Komm mal hin, wieder Kerze. Das ist doch nicht unsere Mutter. That wasn't so bad, was it? Da steht der Perverse. Ich möchte gar nicht wissen, was er da gerade macht. Oh Gott, naja, gut, besser wie gar nichts. Wir scheinen es jetzt. Wir mussten es ja scheinbar machen. Nee, da gehen wir mal noch nicht hin. Hier. Officer Polanski klebten seine große dicke Nase in unser Business. So entführte ich ihn, seine Frau und seinen Sohn. Achten Sie auf die Eltern, damit sie leiden. Ich werde den Jungen nehmen, ich will. Slipping weg, das Leben langsam beobachten und seinen kleinen Körper zu verlassen, sodass er nur eine leere Hülle wird. Ich mag den genauen Moment zu fangen, wenn das Licht blätter seine Augen. Auch der Gedanke daran. Titi lad es mich auf den Kern. Er will ihn halt quälen, den armen Jungen, ne? Und Schlüssel? Der Clownschlüssel. Endlich wieder Licht. Der geht nicht auf. Ach, das ist die andere Seite von da, wo wir den Clown gesehen haben. Der Kamera, was machen wir? Aber wofür ist der andere Schlüssel? Kann ich das hier öffnen hier unten? Nee. Hier. Geht das nicht auf? Nee, scheinbar kann man hier wirklich nichts machen. Was vergessen? Nee. Ja, dann müssen wir ja scheinbar durch die Tür. Ich sehe jetzt nichts anderes, wo ich hingehen soll. Wahrscheinlich versaut mit den Schlüsseln. Mal gucken. Ich möchte bitte laufen, lass mich doch mal in Ruhe. Mach mein Paket. Nein, zustell ich doch, ey. Natürlich geht das nicht. Hey, Theodor, vergesse bitte nicht, dass es die Aufgabe eines Hausmeisters ist, in der Schule aufzuräumen. Ich habe nichts dagegen, dass Sie den Schulkeller für sich eingerichtet haben, aber erledigen Sie bitte auch Ihre Pflichten, Direktor Johnny Waterich. Wer weiß, wofür er den Keller benutzt hat, ich will es gar nicht wissen.
Franklin, du hast kein Recht, hier einzutreten. Das ist nur mein Platz. Meiner. Das, was ich habe, ist mein Eigentum. Nur meins. Auch deine blöden Görn. Auch deine blöden Görn. Ja, ich nehme mir manchmal einige von ihnen ohne deine Erlaubnis. Na und? Du kannst nichts dagegen machen. Und auch wenn du es versuchst, melde ich das der Polizei. Nur Perverse hier. Was ist denn mit meinen Kopfhörern hier? So. Stifte? Hat aber nichts zu sagen, scheinbar, ne? Jetzt wohl nicht mehr. Okay. Müssen wir in der Reihenfolge machen. Rot, gelb, grün, blau. Wo ist hier rot? Grün. Gelb. Rot, gelb. Grün, blau. Geschafft. Wow. Abgeschlossen. Gelb muss oben sein. Grün unten. Blau-lila oben. Blau-lila oben. Zur Biologie. 10 bis 10:30 Uhr Lunch. 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr Mathematik. 12:30 bis 14:30 Uhr Englisch. 14:30 bis 3. 14:30 bis 3. 12 Uhr Dinner, keine Ahnung. 3 bis 5 Geografie und Spielzeit von 5 bis 2. Wo sind denn die ganzen scheiß Schlüssel, die wir bekommen haben, möchte ich mal wissen. Endlich Schlüssel, das muss irgendwas zu bedeuten haben von dem Jungen. Ganz viele Stifte. Wo sind die Schlüssel von dem Jungen? Ich verstehe das nicht. Schränke können wir auch nicht öffnen. Where are you?
Nimm mich. Ja, gleich. Ist jetzt offen? Nee. Sorry. Aber das regt mich gerade auf. Komm hier. Arschloch. Ist ja furchtbar. Beim Lesen kann man nicht sterben. Lektion 354, Thema: Wie wird man glücklich? Glücklich kann für jeden etwas anderes bedeuten. Ich bin glücklich, dass ich in einem bequemen Saal sitzen kann und Zugang zu Büchern habe. Ich habe einen tollen Lehrer, so einen hatte die Schule noch nie. Er war mal Hausmeister, jetzt unterrichtet er uns aber. Ein erstaunlicher Mensch voller Leidenschaft und mit vielen Talenten. Das ist ein Hebel. Schlüssel. Keine Ahnung, wofür der ist. Und dann drückt mit die Maus und der reagiert wieder nicht. Jetzt zum Kotzen. Oh Gott. Oh, das ist so ätzend mit dem Klauen, ey, das nervt. Genauso nervt es wie damals. Bin ich jetzt? Komm mal nicht rein. Kann man nicht zurück. Soll ich das die Kerze ausgehen? Wo sind jetzt die ganzen Schlüssel gewesen, die wir bekommen haben? Gut, ducken können wir uns ja scheinbar nicht. Wir müssen hier hin. Was?
lose. Und wieder das Bad Ending bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie man das andere hätte kriegen sollen. Ich habe echt nicht gesehen, wo der Schlüssel hin soll. Sind wir wieder hier. Hi again, David. I am so sorry it had to come to this. But you have to understand, Theodore. He almost never... Quatsch, ich lass mich raus. And he wanted you so badly. But you're mine. We will play the last game. Ich will raus, bitte. Lass mich doch mal bitte raus. Oh, das nervt dann das ganze Gequatsche von dem Idioten. Das geht mir auf den Sack. Kann ich jetzt endlich mal raus hier? I see that you're drawing your last breath. But we have ich kann mich ja nicht bewegen. Was mich so nervt, ist, dass man sich nicht bewegen kann, während der Idiot quatscht. Ich möchte einfach mal weiterlaufen, es ist aber nicht möglich. Wir kriegen auch keine Kerze. Ach dann, ja schön, jetzt hat es versaut. Oh, ist das ätzend. So, wo sind die Puster? Ich muss mir merken, wenn ich jetzt sterbe. Hier ist einer. Wo ich lang kann, obwohl nicht. Da pustet noch einer. Wo pustet noch einer? So, wo ist der nächste? Irgendeiner pustet doch noch. Come play with me, David. Dann frage ich mich, wofür ist denn Andy Schlüssel gewesen? Oder an dich, wie auch immer. Ich verstehe nicht, warum kann man sich nicht bewegen während der Quatsch? Das ist so nervig einfach. So würde man viel schneller vorankommen. Wenn man nicht jedes Mal sich nicht bewegen könnte. Ich will mich einfach nur bewegen. Warum kann man sich nicht bewegen, während er spricht? Das ist so eine Sache, die mir so die richtig nervig ist bei dem Game. Obwohl das Game an sich richtig geil ist. Also schlimm, aber gut gemacht, meine ich jetzt. Hello, little brother. That's the last one, David. I promise.
sind denn meine Sachen, die ich hier ablegen muss? Die hier dran irgendwo? Hier ist der Fisch. Wo ist der Ball vor allem? Wo ist mein Rucksack? Ist hier was von mir? Hier ist der Ball. Rucksack noch irgendwo? Hier kommen wir nicht mehr durch. Muss der Rucksack irgendwo anders sein? Aber wo? Fische, Ball und Fisch. Ich weiß nicht, was es mit Andy Schlüssel auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, wofür der Schlüssel von dem Jungen ist. You've made it, David. Now please put the candle on the cupboard and take a seat. Wofür ist der Schlüssel? Sit. I am Sid. Setz dich mal hin. Ich wollte heute eigentlich noch einkaufen. Kann ich, glaube ich, vergessen. Ich bestelle mir nochmal was zu essen. Du bist zufrieden, du Schwachkopf. Ich habe keine Ahnung, wofür der Schlüssel von Andy war. Wird er wohl nicht einfach nur ein Souvenir gewesen sein? Oh, der ist so eklig, der Typ. Immer noch. Wir müssen, wir haben keine andere Wahl. Aber sonst geht's nicht weiter. Don't be afraid. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, wenn einer, vielleicht weiß einer von euch, wofür der Schlüssel war, den wir gefunden haben von diesem Andy. Oder wo die Maske gewesen wäre. Das hätte mich echt mal interessiert. Sorry, my darling. I just couldn't resist. Das Messer daran gerammt. Passiert nichts, ne, wenn wir nicht drücken. Don't be afraid. I'll make sure you have company. Boah, wie kann man so ekelhaft brutal und einfach nur widerlich sein? Ich weiß auch gar nicht, ob wir hätten überleben können, das weiß ich gar nicht.
Oder ob wir so oder so gestorben wären. Beim ersten Versuch, glaube ich, sind wir sogar durch die Lüftungsschächte gegangen. Soweit ich weiß. Also es gibt sogar... Doch, ich glaube, man kann überleben, oder? Ich glaube doch, es gibt noch ein anderes Ending, glaube ich, wo der Clown einen nicht totschlägt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man das bekommen hat. Aber gut, ja. Das war's dann mit dem Silvester-Video. Und den nochmal gespielten Don't Be Afraid. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich hoffe, dass jetzt grafisch-technisch alles besser läuft. Und ja, wünsche euch, wie schon gesagt, noch ein wunderschönes Silvester. Kommt gut ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr alle wieder. Und freue mich schon, mit euch die nächsten Let's Play-Projekte zusammen zu genießen, mich gemeinsam mit euch zu gruseln, und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.